Hey Leute, Kramix hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und heute, meine Freunde, werden wir was richtig krasses machen und zwar, ihr kennt doch bestimmt alle Travis Scott und zwar, Leute, habe ich rausgefunden, wo er wohnt hier in GTA 5, er hat hier eine richtig fette Villa und heute werden wir Travis Scott überfallen, Leute, rastet dafür mal wieder richtig aus mit den Likes und mit den Abos, Leute und ich würde sagen, wir fahren da direkt hin, wir verlieren keine Zeit, ich werde euch direkt zeigen, wo Travis Scott hier in GTA 5 wohnt. Und den werden wir dann ordentlich ausrauben, Leute, weil der hat natürlich richtig krasse Autos. So, der wohnt hier nämlich ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und zwar hier könnt ihr schon sehen, links dieses fette, weiße, moderne Gebäude. Das gehört Travis Scott, Leute. Oh, Alter, guck mal, ich sehe hier schon mal so eine braune Limousine. Travis Scott hat ja immer seine Autos so braun. Und so ein brauner Audi SQ8. Alter, ein Chauffeur, Security. Hier geht ja richtig was ab. Ich werde jetzt erstmal so machen, als wäre ich ein richtiger Fan von ihm, Leute. So einen auf Fan-Moment, dann schauen wir mal, was alles so für Autos da stehen hat. Oh, Leute, guck mal, da hinten sieht man den schon. Okay, warte, wir gehen mal hin. Oh, S-Klasse Maybach hier, damit wird der bestimmt rumchauffiert. I got those goosebumps every time, yeah. Oh, schön. Hallo, ey, Travis Scott, ich bin dein größter Fan, Bruder. Ey, geh mal weg. No. Ey, hey, beruhigt euch doch. Hey, stopp hier, nee, ich kenn dich nicht. Ich bin doch nur ein Fan von Travis Scott. Nee, keine Fans. Ich kenn all deine Lieder, Butterfly Effect, Goosebumps, Highest in the Room und so. Leute, Bugatti, Lambo, alles. Oh mein Gott. Ja, ist ja okay. Voll abgehoben, dass der nicht mal mit seinen Fans chillt, Junge. Richtig abgehoben, Travis Scott. Ja, gut, schau ja ab. Alles gut. Ey, Leute, habt ihr gesehen, was da alles für Autos standen? Oha, warte, der kommt hier sogar noch hin. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Zufuhrweg. Ja, ist ja gut. Mit der Sechskiste. Ich wusste ja nicht, dass Travis Scott hier auch die Straße gekauft hat. Alter, beruhigt euch. So, aber ey, Leute, habt ihr gesehen? Da waren Bugatti, da waren Lambos, S-Klasse Maybach, Audi SQ8, SLS AMG. Der hatte da alles an Autos. Also, wenn wir die Autos klauen, safe. Allein der Bugatti ist ja schon 3 Millionen wert. Sagen wir, 5 Millionen kriegen wir bestimmt für die ganzen Autos. Sehr, sehr wild. Aber, Leute, wir müssen uns jetzt natürlich auch einen Plan machen, weil wir können da nicht einfach so reinlaufen. Der hat da zwei Securities stehen. Wir müssen warten. Am besten warten wir, bis der weggeht, weil der hat heute Abend auch ein Konzert, Leute. Das heißt, wir werden hier ein bisschen warten, den beobachten oder sein Grundstück beobachten, gucken, bis der wegfährt mit seinen Security und so. Und dann, Leute, werden wir da einbrechen und das erste Auto klauen. So ein Ding wird das. Okay, Leute, hier werden wir jetzt warten, bis der geht. Der muss demnächst irgendwann eigentlich das Haus verlassen, weil der demnächst sein Konzert hat. So, dann wollen wir doch mal sehen. Wir beobachten das mal hier aus guter Entfernung, dass die uns hier in die... Warte mal. Ey, der läuft gerade. Der wird hier gerade zu seiner Villa. Der wird hier gerade zu seiner Villa, sage ich schon. Der wird hier gerade zu seiner Limo gebracht. Okay, er ist eingestiegen. Der Security aber geht nicht mit, oder was? Oder fährt der mit einem extra Auto hinterher? Ich weiß jetzt nicht. Nee, okay, der Security bleibt wohl hier. Egal, den müssen wir ausnocken. Okay, Travis Scott ist weg und ein Security, das heißt nur noch einer ist übrig. Egal, einen können wir ausschalten, easy. Obwohl, nein, warte, wir verstecken hier mein Auto, dass sie das nicht finden. So, den parken wir mal hier um die Ecke und jetzt gehen wir hin. So, Leute. Jetzt werden die ersten Autos geklaut. Ich würde sagen, wir fangen am besten mal mit dem Lambo an. Den Audi, der draußen steht, der ist ja ein bisschen Schmalspur. Also der ist natürlich auch cool, der ist RSQ8. Aber da gibt es natürlich noch krassere Autos, wie zum Beispiel den Lambo. Okay, der steht hier vor der Tür. Wisst ihr was, dem werde ich direkt einen überknüppeln. Ich werde ihm einfach einen überknüppeln. Du schon wieder. So, zack, weg mit dir. Jetzt bist du nicht mehr so cool. So, jetzt bist du nicht mehr so cool, wenn du hier alleine Security bist. Boah, Leute, aber wo ist der SLS denn? Hat er den irgendwie weggeparkt oder was? Egal, komm. Wir klauen jetzt als allererstes mal den... Alter, den Lambo von Travis. Oh mein, ey, das sieht auch so cool aus mit den weißen Felgen, mit dem braun. Seid mal ehrlich, Leute, das hat voll Style so. Oh, hä? Was will der denn hier? Ist das hier auch ein Security von dem? Ey, Leute, wir hauen ab. Wir hauen ab. Hey. Ein Security kommt. Okay, wir hauen ab. Wir werden den Wagen jetzt erstmal in ein schönes Versteck reinbringen. Oh, wie geil der Wagen aussieht. Wir haben einfach Travis Scott ein Auto geklaut. Let's go. Here we go. Ey, der kommt auch gar nicht hinterher. Der Wagen ist so schnell. Er verfolgt mich wirklich. Aber kein Problem, Leute. Ich glaube, bei einem geklauten Auto, da wird auch noch nicht die Polizei alarmiert. Das ist nur ein Security. Den werden wir jetzt hier einfach ein bisschen weg. Weißt du was? Ich werde ihm einfach ein paar Platten schießen. Wir werden ihn einfach abhängen, Platten schießen. So, zack, Digga, zack. Boah, hat er gepanzerte Reifen oder was? Oh nein, er hat gecrashed. Sehr gut. Ey, Leute, seid mal ehrlich, wie krank ist bitte dieser Lambo von Travis Scott? Und schreibt auch mal in die Kommentare, welchen Promi sollen wir als nächstes ausrauben? Okay, wisst ihr was? Wir werden den Wagen jetzt hier am besten mal verstecken einfach. Wir werden hier mal bei diesem Fabrikgelände. Hier werden wir den mal verstecken, Leute. Und dann werden wir ihn später einfach abholen mit dem Transporter. Und dann vielleicht in der nächsten Episode können wir die ja verkaufen.
So, okay, sehr gut. Erstes Auto haben wir schon mal geklaut. Aber jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt ist Travis Scott und seine Securities bestimmt in Alarmbereitschaft. Jetzt müssen wir hier richtig aufpassen. Okay, Leute, wir müssen jetzt ganz schnell nochmal zum Haus rein, weil er wird bestimmt gleich von seinem Konzert zurückkommen. Und dann werden die den ja bemerken, den ausgenockten Security. Und dann werden die hier bestimmt zur Polizei und alles holen. Aber ich habe mir natürlich schon einen richtig krassen Plan überlegt. Und zwar werden wir uns jetzt einfach im Haus von ihm verstecken, weil jetzt hier gerade niemand aufpasst. Wir sneaken uns hier einfach rein, verstecken uns hier in dem Haus. Aber komm, wir gehen hier direkt. Oh nein, der kommt. I got those goosebumps every time. Yeah. Hört ihr das? Er singt noch. Wait. Was ist das? Boah, er kommt wieder, Leute. Oh no. Riecht in den Boden. Oh man. Put him to shame, man. Stay off, man. Oh, hier ist sie gut, steh auf, Junge. Mach mein Haus hier, kümmere dich um mein Haus. Oh, er kommt wieder. Oh, Alter, Travis Scott sieht auch so cool aus hier. Mit seinen Treadlocks. Bitte, ich will Verstärkung zu Travis im Haus. Wir holen Verstärkung. Schau mir, ist was verschwunden. Okay, Leute, ich werde mich einfach im Badezimmer verstecken erstmal. Wir werden jetzt warten, bis Travis Scott sich hinlegt, Leute, weil der ist bestimmt ausgepowert von seiner Show. Und dann werden wir die hier wieder alle wegkloppen. Gucken, wo der hier rumläuft. Dann knüppel ich den. I'm gonna sleep. Okay, will sich, glaube ich, hinlegen. Weiß nicht, ob er... Geh mir nicht auf die Nerven, wenn ich schlafe. Okay, warte, er kommt gerade. Oh mein Gott, er wird hier permanent bewacht von seinen Securities. Wir stecken uns im Bad. Okay, jetzt ganz ruhig. Okay, einer ist hier, einer ist Securities hier. Ich werde den gleich ausnocken. Zack, geh schlafen, Junge. Perfekt. Nächsten Security haben wir ausgenockt. Sehr gut. Am besten, ich nehme mir noch den Elektroschocker in die Hand. Jetzt werden wir uns hier erstmal umschauen. So. Schauen wir uns erstmal in Travis Scott seiner Bude um. Mal gucken, ob der Typ schon schläft. Hä? Ist er nicht hier in sein Schlafzimmer rein? Der liegt hier nicht. Wo liegt der denn? Okay, warte, hier liegt der nicht. Vielleicht liegt der hier. Ich höre den voll laut schnarchen, Alter. Die arme Kylie Jenner, ey. Wenn er immer so laut schnarcht. Da liegt der. Alter. Leute, wir sind einfach bei Travis Scott eingebrochen. Oh mein Gott. Ey, der schläft ja mit Augen auf. Der ist ja ganz gestört. Ja, aber der hat auch wirklich freshen Style. So coole Nikes. Die würde ich ihm am liebsten abziehen. Cargohose. Alter, die ganzen Iced-Out-Ketten. Okay, der soll mal eine Runde weiterschlafen. Oh, Alter, beruhig dich so. So, okay, wir lassen ihn mal weiterschlafen. Wir gucken uns hier mal noch im Haus um. Hat der vielleicht noch hier irgendwo einen Tresor oder sowas? Oh, Security. Geh schlafen. Sehr gut. Direkt weggenockt. Oh mein Gott, das war knapp. Bleib liegen! Fast hätte der mich bemerkt, ey. Okay. Weil das Ding ist, Leute, hier gibt es ja noch einen Keller von dem Haus. Vielleicht ist hier ja so ein Tresorraum drin. Alter, Leute, guck mal, ich glaube, hier ist so sein Studio. Hier baut er seine Beats. Hier ist bestimmt auch Sicko Mode und so entstanden. Ey, da ist ja einer! Geh schlafen! Hey, wo kam der denn gerade her? Oh mein Gott, zum Glück hat er keinen Alarm ausgelöst. Schmutzbengel blockiert hier die Tür. Geh mal beiseite, Junge. Ich muss ihn irgendwie zur Seite ziehen. Sehr gut, weg mit dem. So, jetzt hier weiter geht's. Und hier ist noch ein Badezimmer. Ey, aber der hat hier gar keinen Schmuck, der hat hier gar keinen Tresorraum. Egal, Leute. Dafür werden wir dem jetzt noch ein zweites Auto klauen. Oh. Oh mein Gott. What? Security, gotta shoot, police. Oh nein, er hat's gehört. Oh mein Gott, die Securities kommen. Geht schlafen. Oh, okay, warte. Ich glaube, Travis Scott ist wach. Er ist wach. Raus hier. Jetzt schnappen wir seinen Bugatti. Mein Bugatti. Tschüss. Oh, let's go, Leute. Wir haben den Bugatti Veyron von Travis Scott geklaut. Aber er hat doch eh noch genug Bugattis, Digga. Man kennt ihn doch. Und abhauen, Digga, abhauen. Ey, Leute, die haben wirklich die Polizei gerufen. Wir haben 5 Sterne bekommen. Okay. Jetzt aber... Oh, shit, man. Ich hab grad einen Poliz... Okay. Jetzt müssen wir ganz schnell hier abhauen, bevor die kommen. Gerade bei so Stars wie Travis Scott, da verstehen die natürlich gar keinen Spaß. Da rasten die direkt richtig aus. Ihr kriegt niemals den Bugatti. Okay, wir hauen hier ab aus der Stadt. Wir müssen hier abhauen. Leute, und den Q8, den werden wir uns natürlich auch noch schnappen. So, okay. Oh mein Gott, wie wir die outplayen. Oh, hier sogar spricht das LSPD, halt uns in Rechtsstaat. Sogar deutsche Polizei kommt. Oh mein Gott. Sogar deutsche Polizei wurde hier eingeschaltet bei dem Fall. Ich wusste gar nicht, dass Travis Scott auch Rücken von der deutschen Polizei hat. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, Leute, der Bugatti bringt uns 3 Millionen. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil er von Travis ist. Mit V-Loan-Felgen und so. Komm. Oh mein Gott. Die drehen hier wirklich durch. Ich muss jetzt was sehr Krasses machen.
Oh mein Gott, sogar Sondereinsatzkommando. Wir müssen jetzt auf einem ganz krassen Wege die Bullen abschütteln. Feldweg, er ist Feldweg abgedriftet. So, hahaha, wir fahren hier meine Secret-Wege, die ich natürlich schon seit Tag 1 in GTA 5 kenne, weil wir schon immer GTA-Player sind. Oh nice, seht ihr, wie die Sterne blinken? Hahaha. Oh nice, Leute, Fahndungslevel ist weg, wir haben es wirklich geschafft. Stehen bleiben, oh. Mir werden sie nicht entkommen. Einer ist noch hinter mir. Einer ist hier immer, immer dieser eine übermotivierte. Boah! Let's go, Leute. Zweites Auto von Travis Scott geklaut. Nur das Ding ist, Leute, jetzt ist Travis Scott und sein Security-Team, sein Management, whatever, die sind jetzt natürlich richtig in Alarmbereitschaft, weil jetzt wissen die, da versucht jemand, dem alle Autos wegzuklauen. Ich wette, wenn ich jetzt wieder hingehe, ist da schon richtig viel Security. Also jetzt, meine Freunde, gibt es nochmal richtig Action. Jetzt wird richtig rumgeballert. Weil wir wollen uns jetzt natürlich auch noch sein letztes Auto, entweder die Maybach-Limousine oder den Audi SQ8 klauen. Mal schauen, für was wir uns entscheiden werden. Okay, meine Freunde, wir bringen natürlich auch den geklauten Bugatti von Travis hier auch wieder zu unserem Sammelplatz, Leute. Alter, wie fresh das hier einfach schon aussieht. Oh mein Gott, ich muss auch sagen, ich feiere das auch immer, dass er seine Autos so braun foliert und so weiße Felgen und so, das sieht immer maximal fresh aus, Digga. Muss man wirklich sagen. Ich bräuchte eigentlich bei meinen Autos auch so eine Farbe. Soll ich den Range Rover auch in so ein Blau wie den Lambo machen? Aber ich weiß nicht, ob das so cool aussehen würde. Okay, wir packen jetzt mal hier die Waffe weg. Zack, zack, zack und gehen mal wieder zum Haus von Travis. Ich habe jetzt richtig Schiss, dass da übelst viel Security, Polizei und so alles schon ist und schon drauf warten. Da müssen wir uns jetzt richtig durchkämpfen. Alter, Leute! Holy moly, seht ihr das gerade? Ey, wie viel Security ist hier allein davor, überall auf den Dächern. Oh mein Gott, wie krass. Aber ich habe einen richtig krassen Plan, weil hier gegenüber von seinem Haus wird hier gerade was gebaut. Hier wird so renoviert, Leute. Und wir werden uns hier in diese Baustelle reinschleichen, weil hier haben wir einen perfekten Platz, um einfach zu snipen, Leute. Wir werden die einfach wegsnipen. Wir werden jetzt hier richtig einen auf Assassin's Creed, einen auf Hitman-mäßig. Werden wir einfach dem seine ganzen Bodyguards und so weiter wegsnipen. So können wir hier irgendwie zu einem guten Aussichtspunkt. Boah, das ist ja perfekt hier. Jetzt gleich erstmal schön ausspielen. Jetzt Sniper rausnehmen, Sniper Reno. So, Leute. Okay. Es geht los. Die Mission startet. Oh mein Gott. Können die das hier überhaupt noch zählen? 1, 2, 3, 4. Das sind doch irgendwie 20 Bodyguards oder so. Okay, die Limousine sehe ich nicht mehr. Vielleicht ist sie aber auch hier drin. Ansonsten nehmen wir den Audi, der hier draußen steht. Travis Scott, wo ist er? Wo ist Travis? Ich sehe ihn nicht. Im Schlafzimmer liegt er nicht. Ich weiß nicht, ob er in seinem Keller im Studio ist. Schon wieder Songs am auf. Warte mal, da hinten. Nee, da. Da läuft er. Da läuft er. Da läuft er. Okay. Travis Scott soll natürlich nichts passieren, Leute, weil er macht sehr, sehr coole Musik. Dem werden wir natürlich nichts antun. Wir werden jetzt einfach nach und nach seine Securities wegsnipen. So wird das sein. So, wir müssen überlegen, mit welchem fangen wir am besten an? Was am schlausten? Hallo. Oh nein, jetzt kriegen wir hier auch noch Polizeieskorte. Oh mein Gott, das wird jetzt hier so eine wilde Ballerei werden. Okay, wir fangen jetzt einfach an zu schießen. Ey, was war das denn? So, einfach alle nach und nach weg, Digga. Oh, okay. Versteckung mit Travis! Oh, let's go! Wir schießen jetzt alle weg, Digga! Oh mein Gott, Leute, es geht los! Nein, wir haben auch 5 Sterne! Okay, jetzt hier richtig Action! Und here we go, Digga! Zack, wir schießen alle weg! Wir müssen uns jetzt richtig beeilen, wir haben 5 Sterne bekommen! Wir müssen da jetzt raus sein, bevor die ganze Polizeiunterstützung kommt! Okay, wir pushen! Wir rushen rein, Digga! Okay. Travis ist bestimmt, hat schon seinen Bunker versteckt. Oh mein Gott. Oh, Alter. Guck mal, hier richtig Verwüstung. Die ganzen Securities sind weg. Oh nein, warte. Ist der Wagen hier kaputt oder was? Nee, der ist nur durch eine Explosion, hat der sich nur umgedreht. Den können wir vielleicht noch drehen. Ey, hier ist noch einer. Weg mit dir. So, Travis Scott, wo bist du? Wir müssen natürlich noch den Schlüssel holen. So, Travis, wo ist er? So, ey, stehen bleiben. Travis Scott. Hä, wo ist er? Wo ist er hin? Hier ist er. Hände hoch. Rauskommen und Hände hoch, Travis. Dann wird dir nichts passieren. Ich will dir nichts antun. Rauskommen und Hände hoch. Komm, chill, jetzt raus. Bro. Komm raus. Chill, okay. Hier wird nichts passieren, Travis Scott. Du bist nur mein Ticket hier raus. Das ganze Gebäude ist um sich. Wir bitten Sie, vorsichtig rauszukommen. Der wird okay, Ihnen komm nichts mit. Passieren. Lauf, du kommst jetzt mit mir. Lauf vor mir. Hier raus auf den Balkon, Travis, raus auf den Balkon. Help me, please. So, Polizei. Ich habe eine Geisel. Travis zu dem Scott. Das Gebäude ist umstellt. Sie haben keine Chancen. Geben Sie uns Travis und kommen Sie mit, bevor es noch schlimmer wird. So. Ihr verpisst euch jetzt hier alle. Ich habe Travis Scott als Geisel. Ihr lasst mich jetzt hier entspannt rausfahren, sonst wird ihm was passieren. Haben wir uns verstanden? Fahren Sie Ihre Autos zur Seite.
So, Travis, steig in den Maybach ein, steig hinten in den Maybach ein. Yeah, yeah, police, boah, don't shoot, don't shoot, please. Wir werden nicht ins Geblende. So, ich bin in einem gepanzerten, Maybach. Ich hab eine Waffe auf Travis Scott gerichtet. Let me out, police. Ich hab eine Waffe auf Travis Scott gerichtet. Fahren Sie nicht weiter, dann werde ich ihn abknallen. Wir werden Sie nicht rauslassen. Okay, zum Glück ist die Maybach gepanzert. Bam! Beiseite! Oh shit! You crazy! Travis Scott, sing mal ein bisschen, sing Butterfly-Effekt jetzt. I can't. Wearing Goosebumps every time. Er kann nur Goosebumps singen, was ist mit ihm? Egal. Let's go, let's go, let's go, let's go. Jetzt nur noch abhauen, Leute, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir 3 Autos von Travis Scott geklaut. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Let me out, please. Oh, warte. Police help. Wir müssen jetzt noch diesen einen Polizisten hier in die Luft jagen. Please help me today. Oh mein Gott, oh mein Gott! Don't shoot, I'm in there! Oh nein, 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 nein! Wir sind gecrashed, wir sind gecrashed, wir sind gecrashed! You're crazy! Bleib stehen! Oh mein Gott, Alter! Ich werd die nicht los, ich werd die Bullen nicht los, Leute! Oh, 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 oh! Ach, komm, 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 können die mal bitte explodieren? Ja, 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 sehr gut, einer weg, einer weg. Oh mein Gott, die drehen hier komplett durch, zum Glück ist die Mehr. Hey, I'm in there, please. Stop. Ja, halt jetzt deine Schnauze, Travis Scott. Digga, die drehen hier durch. Boom, weg mit dem. Boah, sehr gut, Leute, wir haben sie alle abgehängt, alle abgeschüttelt. So, Travis, ich werde dich jetzt wieder zu einem sicheren Ort fahren. Wie versprochen, hier wird nichts passieren, ich wollte nur deine Autos. Why? So, beruhig dich jetzt. Aber ich muss dir noch was sagen, Travis Scott. Yes. Ich werde dir deine Autos wieder geben, weil ich feiere dich und deine Musik. Okay, thank you very much. Aber nächste Mal bist du korrekt zu Fans, wenn die vor deiner Tür stehen und ein Bild machen wollen. Dann ignorierst du mich. Okay, I'm sorry. Steig jetzt hier aus. Yeah, yeah, yeah. Steig aus. Und, yeah. ich will, dass du mir deine Sneaker gibst, okay? Weil die sind no, cool. Not my sneakers. Gut, dann halt nicht. Okay, Travis, mach's gut, ja? Yeah, hau rein, yeah, tschüss. So, Leute, God, das war's gewesen, Leute. Ganz verrückte Episode. Einfach Travis Scott ausgeraubt. Welchen Star, welchen Promi sollen wir als nächstes überfallen in GTA 5 RP? Lasst ein Like und ein Abo da und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crymix.